Ein einzelner Gefangener. Er hätte das Schicksal von Hunderten verändern können. Doch die Götter hatten andere Pläne. Genau wie wir, das Team um Strafkolonie Online. Piranha Bytes schuf mit Gothic 1 ein einzigartig immersives Rollenspielerlebnis. SKO ist unser Versuch, dieses Erlebnis in einem Multiplayer umzusetzen. Und diesen Versuch wollen wir euch heute ein bisschen zeigen. Strafkolonie Online ist ein nicht kommerzielles, textbasiertes Rollenspiel im Gothic 1 Setting. Statt des namenlosen Helden spielst du einen selbst erstellten Charakter. Dabei entscheidest du über die Geschichte deines Helden und seinen Weg in die Minenkolonie von Corinus. Außer den Lagerwachen gibt es keine NSCs. Hinter jedem Charakter auf dem Server steckt ein menschlicher Spieler. Anders als im Originalspiel erledigst du daher auch keine geskripteten Quests, sondern immer neue Aufgaben, die sich aus der Kreativität deiner Mitspieler und der dynamischen Spielwelt ergeben. Im Laufe der Jahre haben wir die Kolonie aufgehübscht und erweitert. Bestehende Orte wurden loregetreu ausgebaut und auch einige neue Bereiche gibt es zu entdecken. Auch ändert sich alle 2 Monate automatisch die Jahreszeit auf SKO. Das beinhaltet nicht nur optische Veränderungen, sondern beeinflusst auch direkt das Gameplay. So gibt es im Winter und Herbst weniger Pflanzen zu finden und Raubtiere verhalten sich aggressiver. Und das hat auch direkte Auswirkungen auf deinen Charakter, denn er muss essen, um zu überleben. Strafkolonie Online nutzt ein dynamisches Hungersystem mit verschiedenen Sättigungsstufen. Je nach Konsum gewinnt oder verliert dein Charakter im Laufe der Zeit Lebenspunkte. Die Qualität deines Essens hat darauf ebenso einen Einfluss. Doch die Kolonie bietet weit mehr Gefahren als nur Hunger und Durst. Verschiedene Tiere und Monster durchstreifen die Wälder und Höhlen der Kolonie. Und für sie bist du gefundenes Fressen. Sie folgen dynamischen Tagesabläufen und interagieren miteinander. So fliehen Scavenger zum Beispiel vor Wölfen und Wölfe wiederum vor Schattenläufern. Manchmal durchstreifen sogar Orks die Wälder und erlegen Beute für ihren Stamm. Um in der harschen Welt der Strafkolonie bestehen zu können, wird dein Charakter lernen müssen, sich zu verteidigen. Attribute und Fähigkeiten können sowohl durch Übung sowie durch einen Lehrer verbessert werden. Auch dieser wird von einem anderen Spieler gesteuert. Eine Möglichkeit herauszufinden, wo es etwas zu lernen gibt, sind zum Beispiel Aushänge in der Spielwelt. An den unterschiedlichsten Orten findest du dazu Anschlagbretter, an denen dein Charakter etwas über Lehrer, Händler oder anstehende Ereignisse erfahren kann. Auch hier kommt jeder Aushang von einem deiner Mitspieler. Damit du in der Strafkolonie außerdem die Übersicht nicht verlierst, haben wir das Interface zusätzlich erweitert. Eine Statusanzeige unter dem Lebensbalken deines Charakters informiert dich beispielsweise über verschiedene Zustände, wie etwa Vergiftung, Hunger oder Erschöpfung. Das klassische Charaktermenü wurde erweitert und um neue Fähigkeiten ergänzt. Im neuen Endmenü gibt es Informationen zu Lernpunkten, Erfolgen, Fähigkeiten und auch eine eigene Hilfesektion. Dort ist es auch möglich, Ingame-Notizen oder gar Bücher zu schreiben. Diese können an Mitspieler dann überreicht werden oder man versteckt sie in der Spielwelt. Für die bessere Darstellung des eigenen Charakters steht zudem ein umfangreiches Animationsmenü zur Verfügung. Von unzähligen Gangarten über Sitzarten bis hin zu kleinen Gesten findet sich hier alles, was das Herz begehrt. Gewinnt der eigene Charakter genügend Fürsprecher in einem der 3 Lager, steht einem Gildenbeitritt dann nichts mehr im Wege. Schatten, Bandit, Gardist oder sogar Guru. Du kannst jeden Pfad einschlagen. Alle 9 Gilden aus dem Singleplayer werden bespielt. Alle Waffengattungen lassen sich bespielen. Teilweise gibt es auch neue Animationen, zum Beispiel für Degen. Als Magier ist es zudem möglich, sowohl Verwandlungs- als auch Beschwörungszauber zu lernen. Eine Vielzahl an integrierten Berufen sorgen zudem für das nötige Erz, um es sich in der Kolonie so gut wie nur möglich gehen zu lassen. Ob nun Jäger oder Schmied, Alchemist oder Schreiner, für jeden ist etwas dabei. Zumindest, wenn man lange genug überlebt, um einen Lehrer zu finden. Seit neuestem besteht auch die Möglichkeit, den eigenen Charakter mit Accessoires wie einem Köcher, Beutel, Rucksack und anderen dekorativen Ausrüstungselementen auszustatten. Doch nicht nur der Charakter lässt sich individualisieren, auch die eigenen 4 Wände lassen sich ingame nach deinen Wünschen einrichten und gestalten. Auch sind Truhen nutzbar. Bei dem Schreiner deiner Wahl gekauft, ermöglichen sie dir und ausgewählten Freunden Zugriff auf deine Habseligkeiten, die du keinesfalls an einen Banditen abtreten möchtest. Unabdingbar für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen.
Ein weiteres Feature ist eine Simulation der Lage auf dem Festland. Der Krieg hat direkte Auswirkungen auf die Spielwelt und umgekehrt. In regelmäßigen Abständen finden Schlachten statt, die über das Schicksal der Städte Myrtanas entscheiden. Je mehr Erz aus der Kolonie geliefert wird, desto besser stehen dabei die Chancen für den König. Scheitern dessen Truppen und wird eine Stadt besetzt, so können die entsprechenden Waren auch nicht mehr nach Kurinis und in die Barriere geliefert werden. Die Geschichte der Kolonie wird von den Spielern geschrieben. Neben dem alltäglichen Rollenspiel gibt es regelmäßig verschiedene Events, ob Wanzenplagen, Orkangriffe, schwärmende Crawlernester oder Rätsel in alten Ruinen. Jeder kommt auf seine Kosten. All diese Dinge werden aktiv durch deine Mitspieler gestaltet. Hast du genug Erfahrung gesammelt, kannst du auch daran teilhaben und dich für das Team bewerben. So kannst du deine ganz eigenen Geschichten und Ideen in das Servergeschehen einbringen. Neugierig geworden? Dann schau doch vorbei auf grafkolonie-online.net.